Also, es kommt immer drauf an, ne? Auf die Verhältnisse. So. Ich respektiere meine Mutter, meinen Vater zum Beispiel nicht, ne? Und wenn es jetzt um Lehrer geht, respektiere ich eigentlich keinen meiner Lehrer von damals, weil das waren keine guten Lehrer. So. Also es waren Leute, die wollten mich verbieten. Die haben mir gesagt, dass ich mich nicht richtig anziehe, dass ich nichts erreichen werde. Und ich wurde ja auch aus der Schule geschmissen dann. So, nur weil ich mich so anziehe. So, ich habe ja nie was gemacht, ich hatte gute Noten, alles. Und deswegen kommt es drauf an. Nicht alle, die eine Autorität haben, haben Respekt verdient. Das sind am Ende nur Menschen. Deine Mutter ja, aber dein Vater nein. Warum unterscheidest du da? Naja, weil meine Mutter war immer für mich da, hat mich geliebt und mein Vater hat halt schlimme Dinge gemacht, hat auch meiner Mutter schlimme Dinge angetan, sie ihr wehgetan und uns am Ende auch noch allein gelassen so und deswegen. Okay. Wie ist es bei dir? Ich find's voll krass mit deinen Eltern, was du sagst, weil es wird einmal gebracht, dass man seine Eltern immer respektieren muss und da ist auch eine kleine Wahrheit drin. Natürlich musst du das. Die haben sich irgendwie auf die Welt gebracht. Die haben so eigentlich lebenslang Respekt verdient, aber wenn sich jemand wirklich schlecht verhält, dann hat er das nicht, dann hat er deinen Respekt wirklich nicht verdient. So. Und so in der türkischen Familie ist ja so, du musst deinen Bruder respektieren, deine Schwester, dies, das. Aber auch wenn sie schlecht zu dir sind, und das hat mich früher sehr beigesetzt. Ich habe mich manchmal so schlecht behandelt gefühlt oder unfair behandelt gefühlt und ich musste trotzdem diesen Respekt haben. Und das ist auch, finde ich, wieder manipulativ und so Macht. Das ist ein Machtspielchen. Mhm. Und ich habe auch mich für mich entschieden, wenn mich jemand schlecht behandelt, dann hat er meinen Respekt nicht verdient. Ja. Oder ich, also wenn es jetzt meine Eltern sind, dann sage ich es denen. Dann sage ich, ey, das war nicht gut. So. Ja. Und mach meinen Wert nicht weniger. Wann hast du das für dich oder wann habt ihr das für euch realisiert, dass man. Ich muss noch was dazu sagen. Also bei mir war das sogar so. Also mein Vater hat ja, also ich hatte Freundinnen, das habe ich auch in meinem Buch halt geschrieben. Ich hatte Freundinnen und der hat die halt sexuell missbraucht so. Okay. Und der hat ja überkrank so. Und der hat meine Mutter halt viel wehgetan, so geschlagen, gedroht, Messer, was auch immer. Und das Ding ist, ich dachte mir auch jahrelang, also jetzt noch vor ein paar Jahren, ich verzeihe ihm und ich muss nett sein, so weil es mein Vater und ich muss ihm irgendwie verzeihen. Aber dann hat es bei mir Klick gemacht und dann habe ich so überlegt, Alter, ich hatte jahrelang ein falsches Bild. Ich war kein normaler Mensch, so, ich verzeih ihm gar nicht. Er hat bewusst meine Familie, mein Leben kaputt gemacht. Ich habe meine Freunde verloren, meine Schule, ich habe mein ganzes Leben verloren. So. Und ich finde, mir schreiben sogar noch Leute, ja, du musst ihn trotzdem respektieren. So, warum soll ich ihn respektieren? Was denn? Aber er hat dich doch auch nicht respektiert, sowas von gar nicht. Er hat mich nicht respektiert. Ich bin ein Kind, Alter, ich wachse auf, er macht mein Leben kaputt. Wie kann man leben, wenn der Vater sowas tut? Man denkt, jeder Mann ist so. Das ist behindert. Was waren das für Menschen, die gesagt haben, du musst ihn trotzdem respektieren? Habe ich nur einmal gelesen jetzt so. Aber das hat mich halt schockiert, ne? Also mich juckt kein Hate oder so, aber mich hat das schockiert, dass man auch bei so einer Story sagt, du musst ihn respektieren. Aber hat er sich denn jemals geändert? Ich habe nie wieder Kontakt zu ihm. Meine Mutter hat das direkt verboten. Ja. So, ich habe ihn zuletzt gesehen vor Gericht. Da habe ich gegen ihn ausgesagt. Also musste ich halt irgendwas aussagen, so wie das für mich war und so. Ob ich angefasst wurde, wurde ich ja zum Glück nicht. Ey, zum Glück, Gott sei Dank, hätte er mich angefasst. Keine Ahnung, ob ich gelebt hätte, weil das ist krank. Das hat mich so schon gefickt. So. Und da habe ich ihn zuletzt gesehen und dann hat er geheult und wollte mich umarmen, aber ich wurde weggerissen. So. Und dann war nichts. Ja. Und er war eben im Knast so. Und deine Freundinnen, bist du mit denen heute noch? Ja, meine Freundinnen haben mich alle gehasst. So, die haben mich gehasst. Und meine Mutter als auch schuldig angesehen. So. Die wollten mit mir nicht mehr reden, die haben mich gehasst. Ich habe geweint, die wollten mich nicht angucken. Hab alles verloren, meine Tiere, wir hatten ein Haus. So. Wir waren auf einmal arm, ne? So in einer Nacht. War schon eklig. Okay, der hat wirklich keinen Respekt verdient. Der hat keinen Respekt verdient, Mann. Meine Mutter hat alles gemacht, die war der süßeste Mensch. Wieso macht man das? Weißt du, da kommt jemand, zerstört alles und dann sagt man, du musst dem trotzdem Respekt geben. Das geht nicht. Wie fühlt er sich denn? Der fühlt sich dann darf er ja alles. Der kennt doch gar keine Grenzen dann. Also egal, wer es ist, ne? Ob es dein Papa ist oder jemand anders. Aber ich habe auch gehört, ich habe einmal gefragt, so vor einem Jahr oder so, habe ich meine Cousine gefragt, mit der habe ich ein bisschen Kontakt, weil die mir eine E-Mail geschrieben hat. Und die meinte, der ist richtiger Krüppel, der kann nicht mehr reden, der ist richtig ciao. Also ich glaube, der wurde im Knast zu Recht nicht so gut behandelt von den Leuten, ne? Weil die erfahren haben, wenn du Kinder anfährst, ne, dann ist das ein bisschen anders.